Wir sind heute hier beim Maifest der Landjugend Breitenwangreuther und neben uns steht der Obmann, der Klotz Martin. Bitte Martin, erzähl uns mal ganz kurz was über die Tradition des Maifestes. Ja, einmal grüß von meiner Seite. Das Seite des Maifest eigentlich, wir machen das jetzt schon für die Jungpaare aus oder für die Landjugend das 17. Mal. Und zur Tradition, eigentlich der Maibaum, den wir da hinter uns sehen, das ist eigentlich ein Fruchtbarkeitssymbol von früher her, dass einfach für das kommende Jahr die Ernte gut ausfällt. Und es war ja eben auch immer Tradition, dass man auf diesen Maibaum auch geklettert, oder? Das ist richtig, ja. Also wir haben das bis vor 8 Jahren auch noch so gemacht, aber mittlerweile sind die ganzen Sicherheitsbestimmungen sind jetzt schärfer geworden und durch das, dass wir eigentlich einen Maibaum haben, der eigentlich ziemlich hoch ist, wir stellen ihn alle mit dem Kran auf, der hat 130 Meter. Und da kann man natürlich für die Sicherheit nicht mehr garantieren. Und jetzt haben wir eigentlich die Alternative da jetzt heuer das erste Mal, das Bierkistensteigen. Das Bierkistensteigen klingt ziemlich gefährlich, aber das schauen wir uns jetzt gemeinsam an und vielleicht kletterst du dann für uns einmal auch. Ja, schauen wir mal. Super. Jetzt sind wir bei diesem Bierkistenwettbewerb. Bitte erklären Sie mal ganz kurz, um was geht es dabei? Also geht es bei dem Bierkistenwettbewerb da hinten darum, dass man eigentlich so hoch wie möglich rauskommt. Und dann wieder angefällt. Und dann wieder angefällt, jawohl. Ist es gefährlich? Nein, es ist gut gesichert, oder? Also wir haben da hinter uns unseren besten Mann auserwählt, der natürlich für die Kinder oder für die Mitbewerber da auf die Sicherheit schaut, also die sind oben am Kran angehängt, da kann eigentlich nichts passieren. Und du probierst das jetzt für uns aus? Ich werde es mal eigentlich ausprobieren, aber ich nehme nicht an der Wertung teil. Passt. Jetzt bin ich beim Florian da. Florian, wie gefällt es dir auf dem Maifest? Hallo Gabi, mir gefällt es da recht gut. Mit dem Maibaum, super Sache. Ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Florian, warum gibt es einen Maibaum? Das ist eine gute Frage, die kann ich jetzt auf die Schnelle nicht beantworten. Das ist der Feierschein, das Maifest, du weißt nicht warum. Ja, das ist halt eine Tradition und die Tradition, da bin ich ein bisschen. Ja, ich so durch. Es ist ein Fruchtbarkeitssymbol, habe ich heute schon gelernt. Tradition, da bin ich ein bisschen, ja, ich so durch. Florian, wie gefällt es dir auf dem Maifest? Hallo Gabi, mir gefällt es da recht gut. Mit dem Maibaum, super Sache, ist ein Fruchtbarkeitssymbol und nächste Woche ist Frühlingsfest. Ich hoffe, du kommst schon. Frühlingsfest wo? Ja, in Höfen. Und was feiert man dort? Bitte? Was feiert man dort? Ja, Frühling. Also Einstimmung in den Sommer. Da trinken wir 2, 3. Freut mich, wenn du kommst. Gerne. Florian, bist du Bierkisten steigen gewesen? Nein. Machst du es noch? Nein, ich bin schon leicht betrunken und das werde ich wahrscheinlich auslassen. Thank you.
Hallo Julia, wie gefällt es dir heute auf dem Maifest? Super. Bist du öfters da gewesen? Ja, jetzt ja. Und gehst du nur am Sonntag oder gehst du Freitag, Samstag auch? Normalerweise gehe ich Freitag, Samstag auch, aber die Woche heute. Weißt du, warum der Maibaum aufgestellt wird? Keine Ahnung. Das ist ein Fruchtbarkeitssymbol, dass es nach außen bringt, hat man mir heute erklärt. Kannst du noch Bierkisten steigen? Nein. Weil ich hätte schon gerne, dass einmal ein Mädel reinklettert. Kannst du auch gehen? Nein, ich traue mich doch gar nicht. Aber dann wünsche ich dir noch viel Spaß heute. Jedenfalls. Dankeschön. Zwei, die sind ja ganz fesche Kerle. Wie gefällt dir das Maifest? Ja, super. Wetter passt auch noch halbwegs. Ja, ja, da tu mal was sagen. Wie gefällt es dir da? Ha? Gut, gell? Gestern haben wir auch schon gut, also einwandfrei. Weißt du, warum ein Maibaum aufgestellt wird? Eigentlich ein genauer Grund, weiß ich ne? Keine Ahnung, musst du die Veranstalter fragen. Ich weiß es schon, ich wollte nur wissen, ob es so. Du warst. Ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Und wird aufgestellt, damit im nächsten Jahr die Ernte gut wird. Aha. Am Tisch mit dem Bürgermeister, Vizebürgermeister und dem Gemeindevorstand. Und ich frage jetzt mal so in die Runde: Kann uns jemand sagen, warum der Maibaum aufgestellt wird? Hans. Ja. Weil er stand und der Himmel ist raus, hat für liegen drin. Kannst du das nochmal sagen, bitte? Weil der Maibaum steht, der viel besser ausschaut, wie liegenderweise. Ja, danke. Aber es hat, glaube ich, sonst auch noch einen Grund. Den weiß ich jetzt allerdings nicht, muss ich ehrlich zugeben. Gitti, weißt du das? Ja, ich weiß es wirklich nicht. Also, wir haben schon diskutiert heute. Also ich denke, das ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Haben wir ja gesagt. Ist in der Tat so. Ist in der Tat so? Ja. Sag ich doch, oder? Ja. Der Erste, der das halt gewusst hat. Ehrlich? Ja, was ganz ehrlich. Was bekomme ich dafür? Jo. Was hätten Sie gerne? Das sag ich Ihnen später. Benjamin, wie gefällt es dir auf dem Maifestle? Ja, ist eigentlich alle recht bärig, aber heute spielt leider das Wetter jetzt wirklich mit. Es ist ziemlich kalt. Aber und Regen schaut auch aus, als würde es gleich mal anfangen zum Regnen. Bist du das erste Mal da oder warst du an die vorigen Tage auch schon da? Ja, am Freitag bin ich auch da gewesen. Gut gewesen? Ja, was mich hat es jetzt so imponiert. War recht wenig los. Schade, schade. Florian, Benjamin, Entschuldigung, warum haben wir Maibaum aufgestellt? Ja, es ist halt Tradition schon seit vielen Jahren und es ist ein Symbol der Fruchtbarkeit. Du hast gelauscht. Ja, und wir in Höfen stellen eigentlich auch jetzt seit 3 Jahren wieder einen Maibaum auf und manchmal gesehen, man kehrt jetzt halt wieder ein bisschen zurück zum Ursprung. Selber schon geklettert? Nein, leider nicht. Darf man beim Knall klettern? Ja, aber der ist jetzt so hoch, weil es wird da in Breitenwang. Super, danke fürs Interview.